Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Plane. Worum geht es in dem Film? In diesem Film geht es um den Piloten Brody Torrance, gespielt von Gerard Butler, den man unter anderem aus 300 kennt, der noch eben schnell noch einen Flug absolvieren möchte, um zu seiner Tochter zu kommen. Dieser Flug ist auch nicht so gut besucht, es sind nur um die 10, 14 Passagiere, aber es ist auch noch ein Polizist mit an Bord mit einem Häftling, nämlich den Louis Gaspar, gespielt von Mike Coulter, den man zum Beispiel aus Man in Black 3 kennt. Und ja, um ein bisschen Treibstoff zu sparen, möchte gerne die Fluggesellschaft, dass sie durch eine Gewitterfront fliegen. Brody ist davon nicht sehr angetan, aber ja, muss dann natürlich damit leben und ja, sie heben ab, fliegen durch diese Gewitterfront, es gibt einige Turbulenzen und dann wird das Flugzeug von einem Blitz getroffen und ja, sie stürzen ab auf eine Insel. Funkgerät und so alles ziemlich defekt und sie müssen erstmal gucken, wie sie sich erstmal sortieren. Es haben auch nahezu alle Passagiere überlebt. Und es sind auch ein paar dabei, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen nervig sind und nicht sehr hilfreich sind. Aber der Brody Torrance will mit Louis ein bisschen die Gegend erkunden und versuchen, irgendwie Hilfe zu holen. Was sie aber nicht wissen, dass sie auf einer Insel sind, wo asiatische Separatisten sind. Und das bringt eine ganze Menge Ärger mit sich. Ja, ich muss sagen, der Film ist echt gut. Klar hat man dieses Setting schon oft genug gehabt. Flugzeugabsturz auf einer Insel, dies, das und so. Aber die haben es echt irgendwie versucht, frisch zu halten. Also erstmal, Gerard Butler ist ein super Schauspieler. Louis Gaspar, der ist mir bisher, glaube ich, auch noch unter diesen Marvel-Serien war der, glaube ich, bekannt. Und aber sonst sind wir noch nicht so oft unter die Augen getreten. Aber der ist auch ein sehr guter Schauspieler, muss ich sagen. Der hat diese Rolle echt gut gemacht. Und sage ich jetzt mal, die Nebencharaktere, die Flugbegleitung und die anderen Passagiere und so, die waren auch sehr gut in ihrer Rolle. Was mir aber nicht so gut gefallen hat, ja, die Bösewichte waren schon ein bisschen übel drauf und so, aber ich weiß nicht. Die war mir dann doch noch ein bisschen, ja, zu nett gewesen vielleicht. Vielleicht auch nicht so bedrohlich, wie man sie vielleicht hätte darstellen können. Der wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber so, also der Film hatte Action, der Film hatte Spannung gehabt. Der Film hatte auch eine Prise Humor gehabt. Also den Film kann man sich definitiv angucken. Ist wirklich so ein. Also wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, einen guten Actionfilm haben möchte, mit einer einfachen, aber nachvollziehbaren Story, dann sollte man sich den Film tatsächlich angucken. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Also, ich muss sagen, der Film ist echt gut für das, was er ist. Der Film ist mal wieder einer von den Actionfilmen, die viel Action haben, aber mit einer nachvollziehbaren Story und mit guten Schauspielern. Selbst die Nebencharaktere sind nicht schlecht besetzt, auch wenn ich die meisten davon jetzt nicht kenne. Aber sie machen ihre Rolle gut. Die meisten, einige ein bisschen nervig, die anderen halt ein bisschen gefasster, die anderen ein bisschen ängstlicher, die anderen halt ein bisschen neben sich dann und so. Alles gut, kann man so machen. Und deswegen muss ich sagen, wie gesagt, da mir die Bösewichte jetzt nicht so bedrohlich gewesen sind, wie sie hätten sein müssen. Ja, aber sonst hat eigentlich alles in dem Film so gestimmt. Ja, komm. Vier Totenköpfe gebe ich dem Film, weil der Film ansonsten so für das, was man für einen Actionfilm erwartet, halt gut ist. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, gebt mir doch ein Abo auf YouTube und ein Like und
Und erzählt weiter, dass mein Kanal existiert. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.